Nazis im Kampfsport. Die Presse hält die Fresse. Heute sprechen wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema, was uns jetzt selber berührt hat und betroffen hat. Und das ist das Thema unfaire Praktiken im Journalismus. Wir schauen uns an, wie Zeitungen ihr Geld verdienen, welche Rolle Clickbaiting spielt und welche Gefühle in der Pressearbeit wichtig sind. Außerdem in dem nächsten Video werden wir diese ganze Geschichte aufklären. Folgt dem Channel, macht ein Like, macht einen Kommentar. Wir werden in den nächsten Videos sehr, sehr viele Interviews drehen. Wir werden Interviews drehen im Spartan-Team. Wir werden Interviews drehen mit unterschiedlichen Kämpfern, Funktionären und einfach spannenden Persönlichkeiten, damit ihr einfach eine neutrale und korrekte Meinung über uns und über diese Situation bilden könnt. Bis dann. Dazu, ich versuche jetzt ein bisschen zu lesen, so fühle ich mich einfach sicher. Auf jeden Fall liken, kommentieren, eigene Meinung schreiben, was ihr davon hält und unbedingt den Channel abonnieren, um die weiteren Videos in der Zukunft nicht zu verpassen. Heute geht es ja darum, was die Presse eigentlich ist, wie die Presse funktioniert, und deswegen würde ich auch gerne gleich mit den Funktionen der Presse starten. Und zwar die erste Funktion der Presse ist, und wahrscheinlich die wichtigste Funktion der Presse ist die Information. Sie berichtet über Ereignisse und Themen aus aller Welt, damit die Menschen wissen, was passiert. Egal ob in der Politik, Wirtschaft oder Sport, die Presse hält uns einfach auf dem Laufenden. Die zweite wichtige Funktion der Presse ist die Bildung. Die Presse hilft uns, komplexe Themen zu verstehen. Durch die Hintergrundberichte, Analysen und Kommentare lernen wir mehr über die Welt und können informierte Entscheidungen treffen. Die nächste wichtige Funktion ist die Meinungsbildung. Die Presse spielt auch eine große Rolle bei der Meinungsbildung. Sie stellt verschiedene Sichtweisen dar und hilft uns, unsere eigene Meinung zu bilden. Durch die Diskussionen und Debatten können wir unsere Ansichten hinterfragen und erweitern. Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Kontrollfunktion der Presse. Die Presse überwacht die Mächtigen. Zum Beispiel Politiker und Unternehmen. Die Presse deckt Missstände auf. Durch investigativen Journalismus sorgt die Presse dafür, dass Fehler und Korruption ans Licht kommen. Unterhaltung. Schließlich bietet die Presse auch Unterhaltung an. Neben ernsten Themen gibt es auch Artikel über Prominente, Lifestyle und Kultur. Diese sorgen für Abwechslung und machen das Lesen interessanter und spannender. Was ist die journalistische Ethik? Im Großen und Ganzen, es geht um die Prinzipien wie Wahrheit, Genauigkeit, Unabhängigkeit, Fairness, Menschlichkeit und Verantwortlichkeit. Diese sollten sicherstellen, dass die Berichterstattung korrekt und unvoreingenommen ist. Aber was passiert, wenn diese Prinzipien verletzt werden? Lass uns zuerst einen Blick auf die Einnahmequellen der Zeitungen werfen. Hauptsächlich verdienen die Zeitungen ihr Geld durch Verkauf und Abonnements. Beim Verkauf meine ich zum Beispiel die Plusartikel, also die bezahlten Artikel. Um die zu lesen, muss dann ein bestimmter Betrag gezahlt werden. Dementsprechend auch die Abonnements ist klar und muss nicht weiter erklärt werden. Zusätzlich sind die Werbeanzeigen eine weitere Einnahmequelle, sowohl in der Printausgabe als auch online. Die Werbeanzeigen sind auch für alle bekannt. Wenn ihr auf Bild, Spiegel oder Fokus online seid, ihr seht oben links oder rechts zum Beispiel oder auch ab und zu oben die Banner. Das ist die ganz normale Bannerwerbung. Das nutzen meistens die großen Firmen, weil es ziemlich teuer ist. Also das sind meistens Handyverträge, Versicherungen oder Kredite. Und zusätzlich gibt es auch bezahlte Artikel und gesponserte Inhalte. Dazu gehören Native Advertising und Sponsored Content. Was ist Sponsored Content? Wenn ihr wollt, dass über euch zum Beispiel bei Bild oder bei Spiegel geschrieben wird, ihr könnt dafür einfach zahlen und dann wird für euch ein Artikel erstellt. Auswirkungen von Clickbaiting. Also jetzt zum Thema Clickbaiting. Was ist das überhaupt?
Clickbaiting ist eine Strategie, bei der reißerische oder irreführende Überschriften verwendet werden, um mehr Klicks zu generieren. Das kann kurzfristig die Umsatzzeilen steigern, aber es gibt auch negative Folgen. Zuerst zu den positiven Folgen vom Clickbaiting. Punkt 1, natürlich mehr Klicks und mehr Traffic. Punkt 2, höhere Werbewerte. Was bedeutet das konkret? Was ist ein Werbewert einer Zeitung? Ihr seht ziemlich oft in den Zeitungen zum Beispiel Jobbörseanzeigen oder Makleranzeigen, Immobilienanzeigen. Firmen zahlen Geld dafür, dass die dort ausgestrahlt werden, weil die Zeitungen eine bestimmte Reichweite versprechen. Das heißt, eine Anzeige, wenn ich jetzt jemanden einstellen möchte, muss ich vielleicht zwischen 500 und 1000 Euro im Monat zahlen, damit meine Anzeige ausgestrahlt wird. Die genauen Preise weiß ich nicht, die variieren bestimmt auch von Zeitung zu Zeitung und von der Größe der Zeitung. Aber es gibt auch negative Auswirkungen und die überwiegen meistens. Punkt 1, kurzfristige Gewinne können langfristig die Glaubwürdigkeit der Zeitung untergraben. Und Punkt 2, Leser könnten das Vertrauen verlieren und abwandern. Jetzt möchte ich über die Gefahren vom unfairen Journalismus sprechen. Warum ist unfaire Berichterstattung so gefährlich? Es hat einige Gründe. Punkt 1, wie wir schon besprochen haben, Verlust an Glaubwürdigkeit. Leser fühlen sich betrogen und verlieren das Vertrauen in die Publikation. Qualitätsverlust, weniger Ressourcen für gründliche Recherche und Berichterstattung. Langfristiger finanzieller Schaden, weniger Abonnenten und dementsprechend auch weniger Werbekunden. Und in meinen Augen das Allerwichtigste, das ist die verzerrte Wahrnehmung. Reißerische Inhalte können die öffentliche Meinung negativ beeinflussen. Jetzt sprechen wir ein wenig über die Emotionen in der Pressearbeit. Als erstes möchte ich über Mitleid sprechen. Mitleid ist eine sehr starke Emotion und hat eine sehr, sehr starke Wirkung. Und zwar, die Mitleid führt zu Empathie und Engagement. Und als Beispiel nutzen die Medien oft die humanitäre Krisen, um Mitleid zu verstärken. Die nächste Emotion ist die Hoffnung. Als Wirkung, Hoffnung weckt Interesse an positiven Entwicklungen. Als perfektes Beispiel dafür ist zum Beispiel die medizinischen Durchbrüche. Das weckt Hoffnung und Interesse an positiven Entwicklungen. Die nächste Emotion ist Freude. Freude schafft positive Bindung. Und als Beispiel die Erfolgsstories oder sportliche Erfolge motivieren uns auch selber besser zu werden. Es gibt aber auch sehr viele negative Emotionen, die die Presse nutzt, um die Klickzahlen zu erhöhen, beispielsweise bei Clickbaiting. Die erste Emotion ist Angst. Wirkung: die Angst fesselt die Aufmerksamkeit. Naturkatastrophen, Terroranschläge, alles, was Angst erhöht, fesselt die Aufmerksamkeit der Leser und die Leser klicken gerne drauf. Die nächste negative Emotion, mit der die Presse ab und zu spielt, vor allem im Clickbaiting, sind Sorgen. Sorgen erregen höhere Aufmerksamkeit und Engagement, wirtschaftliche Unsicherheit oder Klimawandel. Die letzte und wahrscheinlich eine der wichtigsten Emotionen für Clickbaiting, neben den letzten, die ich gerade genannt habe, ist die Empörung. Die Wirkung der Empörung ist unglaublich stark. Die Empörung mobilisiert die Leser, beispielsweise bei Korruptionsskandalen. Leute, wenn euch dieses Video gefällt, wenn euch gefällt, wie ich das mache, bitte hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like, abonniert den Channel. Wenn ihr eine eigene Meinung dazu habt, bitte schreibt eure Meinung in den Kommentaren.